Hallo und herzlich willkommen zurück zu Palia. Ja, achso, ich müsste, glaube ich, obwohl, eigentlich ist es ja egal, wo ich die fange, oder? Also in der letzten Folge, um das mal eben nochmal zu wiederholen, haben wir, geht das noch glatt? Ja, das geht noch. Haben wir uns, Mist, bereit erklärt, 5 gemeine Grillen zu fangen. Und die hauen gerade alle vor uns ab, weil wir zu schnell unterwegs sind. Moment, ich nehme schon mal das Ding. Ich hoffe, ich habe da noch genug von drin. 38, ja gut, das geht noch. So, hier fliegt was, das will ich nicht. Ich brauche Grillen. Und vielleicht sollte ich mir tatsächlich mal die besseren Beutel holen. Irgendwo hier vorne müssten doch welche sein. Ich mache das übrigens mit Absicht, dass ich das jetzt, ich meine, es ist natürlich jetzt nicht so toll, aber dass ich das jetzt mit aufnehme, damit ihr, wenn, wenn ihr eine Grille braucht und das gleiche Problem habt. Okay, da reicht eine für. Meine Feldgrille, sehr schön. Wenn ihr das gleiche Problem habt und die auch einfangen müsst, dass ihr dann auch wisst, wo ihr anfangen könnt. Hallo? Ich habe dich voll getroffen. Geht's noch? Okay, die habe ich auf jeden Fall voll getroffen. Die ist gerade abgehauen. Na toll. Nee, du fliegst. Du bist keine Grille. Wobei ich dich eigentlich auch mal fangen sollte. Aber ich weiß nicht, ob ich dich schon habe. Ehrlich gesagt. Aha. Okay, das war die Nachtmotte. Na gut, okay, die hatte ich natürlich schon. Also wir dürfen auf jeden Fall nicht zu schnell laufen. Weil sonst sehen wir die Grillen nicht. So wie die hier. Das hat mich jetzt hier gerade ein bisschen verwirrt. Nein, komm. Du blödes Mistvieh. Ich hasse es, diese blöden Grillen hier zu sammeln. Aber wir merken schon, ich darf das wahrscheinlich nicht sagen, dass die hier so drumherum auch sind in erster Linie. Hier ist nochmal so ein Käfer. Habe ich so ein... Doch, so ein Käfer habe ich schon mal gefangen, ne? Bin ich mir ziemlich sicher. Ah, jetzt läuft da natürlich gerade... Laufen sie wie die Bekloppten hier rum. Komm, wo kommst du hin? Müsste eigentlich reichen. Perfekt. 3... Ich meine, ja, klar, die anderen können natürlich nichts dafür. Die können ja nicht riechen. Ich meine, gut, das sieht man, wenn man einmal einen Beutel in der Hand hat. Oh, achso, das war aber... aber die können natürlich nicht riechen, was ich jetzt gerade machen muss, dass ich den Mist hier für eine Quest machen muss. Das ist mir schon klar, aber man ärgert sich natürlich, wenn dann gerade in dem Moment einer rumläuft. Ja, habe ich doch getroffen, okay. Und was war mit dem? Habe ich den jetzt so erschreckt, dass der, ja, dass der weg war? Ich weiß auch nicht so genau, ob das überhaupt eine Grille war. Ja, will er mich jetzt veräppeln? Ach komm! Ich würde sagen, 4-mal müsste doch jetzt reichen hier. So. Ach, sehr schön. Dann können wir jetzt, glaube ich, nicht mit ihr sprechen, weil sie... Oder? Noch ist sie, glaube ich, nicht am Schlafen. Warum eigentlich nicht? Es ist mitten in der Nacht. Aber sie hatte ja mal gesagt, dass sie... Sind die jetzt eigentlich alle wach hier? Was ist mit dir? Seid keine Pflaume, reden wir mal über Landwirtschaft. Weißt du, warum die Möhre so gut im Kampfsport ist? Ah. Weil sie den schwarzen Gürtel in Karotte hat. Wusch. Okay, ich lasse das mal so stehen. ach so, das ist wegen Kupfer. Ja, dann laufe ich aber lieber hin und her. Dann nehme ich die jetzt erstmal noch nicht. Die Erde hätte ich sonst noch mitgenommen. Dafür habe ich aber nicht genug Geld. Ist aber alles nicht so schlimm. Wir gucken jetzt erstmal. Ich denke mal, dass sie sich gerade auf dem Weg zu uns macht. Schauen wir mal, wo sie genau ist.
Kommt sie mir da jetzt entgegen? Ja, sie kommt mir entgegen. Sehr schön. Hallöchen. It's been a hard day. But nothing a good chinwag can't cure. Die Jungs sagen mir immer, ich soll eine Pause machen. Aber wer hat schon Zeit dafür? Ich habe Grillen gefangen. Das warst du? Na, wenn das nicht mal einfach zuckersüß ist. Die Produktivität der Pflanzen ist beinahe um 80% gestiegen, seit du diese nervigen kleinen Nimmersatten Einhalt geboten hast. Ich muss Auni zeigen, wie er sein Hobby zu unserem Nutzen einsetzen könnte. Natürlich könnte es ihm dann nicht mehr ganz so gut gefallen. Ich würde dem Jungen... Oh, ich habe einen Apfelkuchen bekommen. Und Apfelmarmelade. Dankeschön. Ich würde dem Jungen aber nur ungern seinen Spaß ruinieren, indem ich sein Hobby in Arbeit ausarten lasse. Ja, kann ich verstehen, kann ich verstehen. Müssten übrigens... wie viele Punkte sind das denn? 385 Fokuspunkte. Wollt ihr mich veräppeln? 525? Ihr wollt mich wirklich veräppeln. 250, dann wäre es voll. Ich würde sagen, dann nehmen wir mal den gegrillten... So, die gegrillten Pilze. So. Jetzt weiß ich nur nicht, was ich jetzt mache. weil ich nicht so genau weiß, was wir noch machen können. Der ist am Schlafen. Mit dem müsste ich aber eigentlich noch mal reden. Dann würde ich sagen, gehen wir erst noch mal zum Haus zurück. In der Richtung, genau. Damit wir erstmal die ganzen Sachen loswerden können. Dann können wir auch das Gold vom letzten Mal noch holen. Ach so, ich wollte das mal ausprobieren. Irgendeiner hatte mir geschrieben, dass man hier wohl verkaufen kann. Ich meine, aber wir hatten das mal probiert und das hat nicht geklappt. Wo sind denn hier... So, die gemeinen Grillen. Ach, die können wir jetzt auf einmal verkaufen. Okay. Ich hoffe, dass das dann die gleichen Preise sind wie bei uns. So, ich hoffe es inständig. Ich kann es natürlich jetzt nicht vergleichen. So, die können wir auch verkaufen. Da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Oh mein Gott, ich habe 13 Eier bekommen? Von wem denn dann? Von wem habe ich die denn bekommen? Standardrauchbombe, 5 Stück für 20 Gold. Also wenn man mal irgendwann... Ich hoffe, da kommen wir auch mal irgendwann hin. Zu viel Geld haben, dann könnte man solche Sachen natürlich schön kaufen. Leider nur den provisorischen Pfeil, nicht den verbesserten Pfeil. Hier könnte man noch Eier kaufen für eine Quest, weil ich habe so verstanden, dass wir die... die Zwiebel, ja, die verkaufen wir auch mal, weil die hat ein Sternchen dran. Ja, das sollte reichen. Ja, cool. Dann gehen wir jetzt aber wirklich erstmal wieder zurück nach Hause. Vorausgesetzt natürlich, wir finden jetzt hier nichts in Richtung... Na gut, hier ist nochmal was zum Einsammeln. Das nehmen wir natürlich gerne mit. Wieso kikerikiert der Hahn jetzt hier bei 3 Uhr morgens? Das verstehe ich jetzt nicht so ganz. Moment, wie war das jetzt? Jetzt sind wir doch wieder falsch, ne? Meine ich doch. Ich meine, wir können hier rüber gehen, das ist kein Problem. Um das abzukürzen. Moment, Moment. Möchtest du auch Kupfer haben? Du möchtest kein Kupfer haben. Dann nicht. Weil seitdem ich das so gesehen habe von den anderen, bin ich ganz ehrlich, mache ich das nämlich jetzt privat auch immer so. Dass ich immer warte, wenn da einer zu mir läuft oder so, ob die halt auch was abhaben wollen. 1393 Gold. Sehr schön. Habe ich jetzt hier noch was gehabt, was ich da reinwerfen wollte? Ja gut, die wollte ich dann noch eben reinwerfen, die ich gerade noch geholt habe. Knoblauch. Wie viel Knoblauch haben wir? Da müsste ich... Moment, die werfe ich rein und eins mache ich wieder zurück. Ich dachte jetzt eigentlich, das geht dahin. Tut es natürlich nicht. So, da wollten wir ja auf 15 erstmal sparen.
Den Rest, die Eier lasse ich auf jeden Fall mal drin, weil ich meine, irgendjemand hatte mich nach Eiern gefragt. So, wie viel war das jetzt? 330. Ja, gut. Da ist noch alles. Ach, irgendjemand wollte auch Leder haben. 11 Leder habe ich noch. Dann würde ich sagen, da brauche ich eins für. Jetzt habe ich 15. Wie war das jetzt mit J, ne? Genau. So, ja, das mit den Einpflanzen muss ich noch machen, ich weiß. Die anderen haben wir alle, die wir bekommen haben, in der letzten Folge sogar abgeschlossen, beziehungsweise gut teilweise jetzt noch heute. Das ist richtig, richtig gut. Und unsere Beziehungen füllen sich auch so langsam. Das ist auch richtig, richtig gut. Ich bin begeistert. Bis Stufe 4. Ich weiß nicht, ob danach dann noch was kommt. Können die... Ne, die sind alle so bis Stufe 4, ne? Und dann kriegt man anscheinend immer von denen irgendwie was Persönliches oder so. Das ist vielleicht was Neues zum Bauen. Das wäre cool. Nee, Moment. Hä? War das nicht bei Beziehung? Ach so, doch, da. Genau, das Steuerrad. Das Steuerrad muss ich auch noch mitnehmen. Ich habe doch extra eins noch hier drin. Genau. So, dann tun wir die mit den ganz großen Fokuspunkten. Die tun wir erstmal rein. Ich hoffe, dass das vom Platz her noch klappt. Das ist jetzt natürlich richtig, richtig blöd. So, die Eier noch. Das noch. Das ist 250. Das ist sogar noch höher als das hier. So, und die Kerzen kann ich jetzt im Moment nicht wirklich was mit anfangen. Der verhindert, dass sie ungeziefer... Der verhindert, dass sie Ungeziefer alarmieren. Okay. Tue ich jetzt aber trotzdem erstmal rein, weil ich keine Ahnung habe, wie ich das benutzen soll. Wir könnten nochmal Rauchbomben herstellen. War das hier drüber? Ja. Ich denke mal, 20 bekommen wir mehr, ne? Genau. Dann haben wir ja eigentlich erstmal wieder ganz gut dazu. Dann wollte ich hier mal gucken, wie das jetzt möglich ist, weil... Für Erweiterungen... Achso, das sind die Genehmigungen. Ja, ja, das ist okay. Baulimit 1 von 5. Von 15. Für Erweiterung erforderliche Genehmigungen. Genehmigungen können im Rathaus. Ja, aber eine habe ich. Das sind die normalen. Das sind nur die normalen Genehmigungen. Das heißt, ich würde das nehmen. Zack, bestätigen. New Slot, neues Grundstück. Hä? Entwürfe? Da kann man sich... Keine Ahnung, was man sich jetzt hier Gegenstände... Wahrscheinlich alles... Ach so, alles, was man hinstellen kann dann. So, eine Genehmigung hatte ich gekauft. Das ist richtig. Aber wie setze ich das jetzt ein? Ich habe jetzt zweimal die Dinger gekauft. Kann ich jetzt endlich meinen Ofen hier hinsetzen oder nicht? Weil es kann doch nicht sein. Ich habe jetzt zwei Genehmigungen gekauft. Also damals eine und jetzt halt eben nochmal extra eine. Ja, jetzt kann ich es hinstellen. Mal gucken, kann ich das andere auch hinstellen oder muss ich dann wieder eine kaufen? Achso, das habe ich jetzt natürlich noch in der Box drin. Weil ehrlich gesagt, das geht mir auf die Nerven. Ich hatte damals ja schon so eine Genehmigung geholt. So. Moment. Herstellerbudget? Hä? Zum Verbessern musst du dir eine Herstellungslizenz kaufen. Ach, jetzt auf einmal steht das drin. Platziert 7 plus 1. Limit ist 7. Was ist denn 1, 2, 3? Die Öfen auf jeden Fall. 4? 5 ist wahrscheinlich Sägewerk. Ja, und 6 könnte dann vielleicht hier die, das für die Seide und so sein. Für den Stoff. Also den kann ich jetzt nicht stellen. Da muss ich wieder eine für holen. Das heißt, für jedes Einzelne, was ich dann hinbauen will, muss ich dann wieder so ein Ding holen. Das ist doch abartig. Abgesehen davon, dass ich vorher ja schon eins gekauft hatte. Das ist ja auch noch so ein Witz bei der ganzen Sache. Aber naja. Gut, die Tomaten. Ich würde gerne eine Tomate nehmen.
Und brauchen natürlich zwei. Es war so klar. Gut, dann nehme ich zwei Tomaten, damit wir da nochmal eine hinstellen können. Und Baumwolle macht er mir jetzt. Ich kann ja sowieso jetzt nicht mehr reintun. Moment, aber ich kann nochmal was gießen. Das würde ich sagen, machen wir auch nochmal kurz. Ich will zwar eigentlich die Folge nicht mit sowas hier zuballern, aber... muss ja gemacht werden, ne? So, die Baumwolle können wir, glaube ich, auch schon ernten, wenn ich das hier richtig sehe. Und die Blaubeeren können wir, glaube ich, noch nicht ernten. Aber so ein paar davon sind, glaube ich, wieder frei. Werden bald fertig sein, das wollte ich sagen. Weil die schon ein paar davon bläulich sind. Die hier, genau, die können wir ernten. Sag mal, wollt ihr mich veräppeln? Ich habe hier gerade habe ich alles bewässert. Wollt ihr mich denn veräppeln? Ganz ehrlich jetzt. Das waren doch genau die, die ich jetzt gemacht habe, oder nicht? Ja, okay, es waren, glaube ich, nicht genau die. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Aber ich hasse das. Jedes Mal das Gleiche. Jedes Mal, wenn ich hier irgendwas gerade gegossen habe... Obwohl, das hier vorne habe ich doch gemacht. Da bin ich mir relativ sicher. Und die Tomate habe ich auf jeden Fall gerade gegossen. Können wir übrigens auch nochmal ernten. Sehr schön. So, die da hinten braucht noch Wasser. Ich weiß ja jetzt nicht, was ich jetzt hier überall reingemacht habe. Keine Ahnung. So, ich habe wahrscheinlich nicht mehr allzu viel drin jetzt. Wir haben Kartoffeln. Sehr schön. Die machen wir erstmal rein. Und eins fehlt noch. Das heißt, da muss ich jetzt mal eben... Ja, viel was habe ich nicht. Man sieht. Das hier finde ich persönlich, ehrlich gesagt, am nervigsten. Es ist okay. Es geht auch relativ schnell, aber es ist wirklich am nervigsten. So, machen wir da jetzt nochmal eine rein. Komm. Was willst du jetzt von mir? Ich wollte nur... den Kartoffelsamen da reinmachen. Warum meckerst du mich jetzt hier an? Das werden wir auf jeden Fall nicht mehr schaffen mit dem Rest von der Gießkanne hier, ne? Ja, es war so klar. Ja. Mann, wegen der letzten Kartoffel willst du mich denn veräppeln? Ach. Na gut. Müssen wir nochmal neu holen. Aber ich will, ehrlich gesagt, im Moment noch nicht. Also klar, später ist es sicher gut, wenn man dann so ein riesiges Feld hat oder so. Da möchte ich ja auch gerne mal hin. Dann ist es sicher gut, eine andere Gießkanne zu haben, die halt eben mehr fasst. Aber im Moment finde ich es jetzt noch nicht so, ne? Ja, da sind auf jeden Fall zwei rausgekommen. Jetzt weiß ich natürlich nicht genau, wie das ist. Da hinten habe ich... einmal Baumwolle. Ach so, ich habe die anderen. Moment. Das ist Pflanzenqualität. Und das ist die Anzahl. Genau. Kann ich beides auf einen machen? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das würde ich gerne mal ausprobieren. Dann würde ich... Das ist, glaube ich, Baumwolle, ne? Die drei, die so im Eck hier stehen. Dann würde ich nämlich sagen, nehmen wir einmal die vier. Schmeißen das da drauf. Und hier auch nochmal so ein bisschen. You need more. Achso, weil ich wahrscheinlich vier dann da drauf tun muss. Ja gut, okay, das kann ich nachvollziehen. So, dann mache ich hier auch nochmal zusätzlich Dünger. Ja, das scheint aber wirklich zu funktionieren. Das ist cool. Wachstumsstärker und Qualitätsbooster haben die auf jeden Fall auch. Vielleicht haben sie es auch nur abbekommen jetzt gerade. Ich bin mir nicht sicher. Wasserresistent Harvest Boost. Welcher von beiden ist jetzt Qualität? Der ist Qualität. Okay, dann würde ich sagen, dass wir den da auch nochmal drauf machen. Und ja, machen wir auf die Kartoffeln auch nochmal was drauf hier. So viel von. Ich meine, das ist keine Kartoffel. Gut, das ist, glaube ich, auch keine Kartoffel. Ich bin mir nicht sicher, keine Ahnung. Aber den anderen, den lasse ich dann, glaube ich, für den Rest erstmal übrig. So. Dann tun wir die wieder zurück. Das auch. Das, würde ich sagen, verkaufe ich. Wie viel Baumwolle habe ich denn jetzt noch? Gar keine mehr. Habe ich das alles zu Stoff verarbeitet? Oh.
Okay. Irgendjemand wollte, meine ich, Baumwolle haben, aber ich bin mir nicht so ganz sicher. Steuerrad. Steuerrad müssen wir auf jeden Fall mitnehmen. Achso, Würmer. Sind wir dann schon fertig mit? Ja, tatsächlich. Da haben wir nichts Neues reingetan, ne? Ah, dann würde ich sagen, Fleisch ist ja mal eben schnell gejagt. Wobei, das Fleisch würde ich sogar empfehlen. Nein! Ach, nein! Oh, jetzt kann man das nicht rausnehmen. Och, jetzt habe ich nicht ernsthaft... Ah, ich bin so blöd. So verdammt verblödet manchmal. Ah, Knoblauch hätte ich reintun können, aber den kann man leider nur finden. Das ist das Problem. Na gut, ist jetzt eh... Jetzt ist es eh gelaufen. So. Irgendeiner wollte entweder Baumwolle haben oder... Ich weiß es nicht mehr. Mit ihm habe ich jetzt... Ist jetzt schon wieder eine neue Woche oder was? Er möchte eine Tomate haben. Also eine Tomate. Gut, Muschel habe ich jetzt gerade nicht. Da muss ich dann später nochmal gucken. Tomate. Okay, sie möchte Düngemittel. Tomate, Düngemittel. Chapa-Pelz und Leder. Tomate. Düngemittel. Chapa-Pelz und Leder. Das war doch Chapa, ne? Ja. Und ein Leder. Zack. Deswegen hatte ich hier ja auch nochmal was gemacht. Das weiß ich. Das war jetzt doof. Also hätte ich das natürlich gar nicht rausholen müssen. So. Dann. Was sind wir denn? Er wollte Leder, ne? Dann... Halt. Sie braucht einmal Baumwolle. Okay, da war ich mir nämlich nicht sicher. Baumwolle oder Stoff? Also, einmal Baumwolle und... Na gut, cremige Karottensuppe kann ich nicht machen. Einmal Baumwolle und gegrilltes Fleisch. Das gegrillte Fleisch habe ich doch gerade drin, oder? Ja, Steakgericht. Das sollte aber dazu gelten. Einmal Baumwolle brauche ich aber auf jeden Fall noch. Will ich natürlich jetzt nicht die guten verschleudern. So, 8 Uhr morgens. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit, dahin zu kommen. Wir haben allerdings nicht mehr so viel Zeit, weil unsere Folge jetzt auch zeitlich schon wieder sehr drüber ist. Das können wir erstmal wegmachen hier. So, Sternchen, Sternchen, Sternchen. Das gibt auch mal wieder 206 Euro für 5 Sachen. Ich finde das wunderbar. Und das wollten wir noch kurz lesen, genau. Gameplayerin, da wir beide versierte Insektenfänger sind, denke ich, dass du bereit bist, einen noch besseren Insektengürtel zu bauen. Also komm und besuche mich auf meiner Postroute, wenn du die Gelegenheit dazu hast, okay? Das ist gut, den wollte ich nämlich schon länger machen. Hey Gameplayerin, danke, dass du diese Besorgung für mich erledigt hast. Ich weiß, dass du nicht mit Ashura geredet hast. Aber ich möchte, dass du weißt, dass bei uns allen alles in Reinen ist. Ich weiß, ich habe den Eindruck erweckt, ich würde es nicht ganz ernst meinen, aber Tisch bedeutet mir sehr viel. Und seit ich diesen Job bei Ashura angenommen habe, habe ich nicht viel Zeit für sie. Sie ist das letzte bisschen Familie, das ich noch habe. Ich will ja nicht zu sentimental wirken, aber es hat mir sehr viel bedeutet, dass du mir etwas Zeit mit ihr verschafft hast. Ich weiß, dass du einen guten Geschmack hast. Daher habe ich dir diese schnieke Trüffeltorte gebacken, um Danke zu sagen. Und keine Sorge, sie enthält keinen Salat. Das ist gut. Aber sie hat sehr viele Fokuspunkte. Das ist ein bisschen viel. Grüße. Hinterfrage alles. Perhaps even the wool kettle of them. Okay. Strange things are a food with the nails of Klima. Da müssen wir vielleicht nochmal mit ihr reden. Ich weiß nicht, ob das zu einer Quest führt, aber sieht nicht so aus. Grüße von ihr. Das lese ich mir jetzt nicht alles durch. Sie beobachtet das Valley auf jeden Fall. Okay. Hm. Müssen wir gleich nochmal mit ihr reden, glaube ich. So, dann schmeißen wir hier... Wo waren das jetzt? Genau, die Trüffelquiddiche oder sowas rein.
Wie viele? 15 Stück. Dann können wir die restlichen eigentlich verkaufen. Komm. Ich will ja immer nur so 15. Also es sei denn, dass ich weiß, dass ich davon mehr brauche. Ansonsten will ich immer nur so 15 Stück von den Sachen behalten. So, jetzt habe ich nur ein riesiges Problem. Ich habe mir natürlich nicht gemerkt, wem ich die ganzen Sachen alles wieder geben muss. Also, Hassian war auf jeden Fall dabei. Der läuft hier hinten rum. Ah, da unten ist er. Tut mir leid, ich will jetzt hier niemanden was weggeben. Hallöchen. So, ich habe ein Geschenk für dich. Leder, genau. Erstaunlich nützlich. Ich schätze den Gedanken. Ich verbringe gerne Zeit am See. Es ist so still hier. Normalerweise. Is that all? Ja, das war alles. Wen hatten wir denn noch? Hatten wir sie, weiß ich jetzt gerade nicht. Also, zu ihm müssen wir auf jeden Fall nochmal gehen. Würde ich sagen, machen wir das jetzt erstmal. Und die restlichen muss ich dann zur Not auch nochmal nachgucken. Der sollte irgendwo hier draußen rumlaufen, nehme ich mal an. Ah, da, okay. Lauf nicht weg, ich muss mit dir reden. Oh, hallo. Wow. Versteh mich nicht falsch. Ich bin total froh, dass du die hohe Kunst des Insektenfangens gelernt hast. Aber du wirst mehr Werkzeuge brauchen, wenn du mit mir mithalten willst. Wie es im Verkaufshandbuch der Bugscouts heißt, wenn du mit den großen Ohrmus rennen willst, musst du Hörner haben. Warum schaust du dir nicht die neuen Waren an, die ich auf Lager habe? Ich wette, die werden dir gefallen. Es kommt drauf an. 250, doch, ich kann es mir leisten. Ich habe wieder über 2000. Ach du Schande. Okay, dann nehmen wir den auf jeden Fall mit. Das mit den Klebrigen würde ich auch gerne, aber gut, dafür, das können wir halt nur später machen. Sag mir, falls du Schuhe im Teich findest, ja? Dein Ernst jetzt? Ich habe gerade welche weggeworfen. Vielleicht war ich wütend auf Nayo und habe seine Stiefel ins Wasser geworfen. Vielleicht. Mhm. Jetzt nicht. Ich verfolge diese Blattgrille schon seit Ewigkeiten. Diesmal entkommt sie mir aber nicht. Okay. Viel Glück dabei. Achso, ich habe das Ding hier immer noch. Toll. Sifu, Rev. Oh Gott, mit wem muss ich denn jetzt nochmal sprechen? Moment. Hier auf dem Bauernhof, die braucht er auch was? Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber auf jeden Fall in die Richtung müssen wir laufen. Was habe ich denn? Tomate? Tomate war wahrscheinlich für den einen. Der läuft mir jetzt nicht gerade hier da hinten davon, oder? Dass der hier rüberlaufen will. Kommst du mir wohl entgegen? Also der eine läuft darüber, das ist... Der eine läuft darüber, das ist aber der andere. Moment, mit dir muss ich, glaube ich, auch nochmal sprechen, oder? Good to see you. Hast du einen schönen Tag? Entschuldige, wenn ich kurzatmig erscheine. Ich mache gerade meinen Morgensport. Der Heiler meint, es sei wichtig, die Durchblutung meines Knies zu fördern. Für dich war aber anscheinend nichts dabei. Tut mir leid, dann... War für dich was dabei? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht... Nee, für ihn... Jetzt müssen wir was Neues erfahren, oder was? Wenn du auf der Suche nach einem passenden Geschenk für meine Mutter bist, mit einem Gabelwälz kannst du nichts falsch machen. Gebratene Wälze bereitet sie am liebsten zu. Ach doch, die eine hätte ich auch noch... Ach, shit. Und es ist mein Lieblingsgericht. Das ist doch schön. Hatten wir denn für dich auch was? Ah, du brauchst das Steuerrad, genau. Des einen Müll ist des anderen Freud. Stimmt's? Das habe ich ihm nur repariert. Auf einem Hof kann man Ersatzräder immer gut gebrauchen. Ich versuche, mein Training zu verbessern, seit Kenyatta sagte, ich sehe schlanker aus. Nicht, dass es wahr wäre. Ich zog mein Hemd aus und spannte mich nur an, um ihr das Gegenteil zu beweisen. Mhm. See you around. So, so. Jetzt hat er noch eine neue Quest, okay? Komm schon, Nairo. Reiß dich zusammen. Natürlich kannst du an zwei Orten gleichzeitig sein. Du musst nur positiv denken. Stimmt etwas nicht? Hm? Oh, hey, Gameplayerin. Ich habe dich gar nicht gesehen. Ja, ich habe ja auch nur gerade mit dir geredet. Es ist alles in Ordnung. Wie kommst du darauf, dass etwas nicht stimmt? Du wirkst mitgenommen.
muss ich das? Ich bin überhaupt nicht beunruhigt. Mir geht's gut. Das hast du letztes Mal auch gesagt. Aha. Und es ging mir ja auch hervorragend, nachdem du mir den Hintern gerettet hast. Okay, ja, ich verstehe, was du meinst. Was ist passiert? Du weißt doch, wie Kenyatta und ich sind. Du weißt schon. Die Sache ist die, ich habe diese Tickets für ein Konzert im Bahari City, von dem sie schon seit Ewigkeiten spricht. Aber meine Mutter hat mich gebeten, ihr bei einem Kuchenwettbewerb in der Stadt zu helfen. Und der findet am selben Tag wie das Konzert statt. Brauchst du Hilfe? Schon wieder. Ich würde mich schlecht fühlen, dich ein zweites Mal zu fragen, aber ich schätze, wir könnten dich so anziehen wie mich. Nein, das wird nicht funktionieren. Mama wollte, dass ich ein paar Zutaten für den Wettbewerb besorge. Sie macht dieses Jahr ihren Pie. Wenn du mir dabei helfen könntest, kann ich alles rechtzeitig vorbereiten, damit ich rechtzeitig zum Konzert komme. Alles, was ich brauche, ist etwas Knoblauch, Kartoffeln, Fleisch und unsere besondere Zutat, Sardellen. Das ist ein Daya-Familiengeheimnis. Also sag meiner Mutter nicht, dass ich es dir erzählt habe, okay? Let me know if you need anything. Das könnte in der Tat ein bisschen länger dauern. Das werde ich jetzt heute in der Folge definitiv nicht mehr machen. Aber wir gehen nochmal schnell zu den beiden hier oben. Weil ich glaube, dass wir beiden was... Also ihm, glaube ich, mussten wir die Tomate bringen, wenn mich nicht alles täuscht. Ich würde ja auch gerne endlich mal die Apfelbäume hier machen können. Nothing beats Daya Family Produce. Hey, hey! Ja, genau, er wollte die Tomate. Danke, daraus werde ich richtiges Festessen zaubern. Und wenn es nicht schmeckt, kann ich es immer noch auf die geringe Qualität der Zutaten schieben. Ich mache nur Spaß. Dein Gartenkönnen übertrifft meine Kochkünste bei Weitem. Irgendwas mit deiner Beziehung stand da gerade? Neues Level oder was? Was? Beziehung? Moment. Ja, wir sind auf Level 2. Sehr schön. Da können wir auch direkt mal kurz gucken. Genau, sie wollte den Stinkerhaufen haben, den Scheißhaufen. und sie ist natürlich direkt an uns vorbeigelaufen, wie das dann immer so ist mit den Weibern, beziehungsweise mit den Personen, mit denen man sprechen muss. Come here and give me a hand, won't you? Heute ist viel zu tun. Ich habe viel zu tun. Das hält mich auf Trab. Ja, ich gebe dir erstmal eben das Geschenk. Moment, da. Dinger, dank dir wird unsere nächste Ernte noch besser als im letzten Jahr. Ref wird sich freuen, endlich wieder seinen Salat zu bekommen. Jetzt, wo die Grillen versorgt sind. Hallo? Achso, ich kann... Ja, ich drücke hier die ganze Zeit drauf. Geht natürlich nicht, wenn ich auf Space drücke. Jetzt muss ich doch mal schauen. Moment. Das hatten wir durch. Den Schuh können wir jetzt noch nicht. Austern habe ich noch keine geholt. Müsste ich nochmal machen. Das ist abgehakt. Achso, sie wollte das. Okay, also Esche. Esche und Gina. Okay, Gina war jetzt gerade hier bei mir in der Nähe, glaube ich. Genau da. Esche und Gina. Zu den zweien gehen wir jetzt noch eben schnell in der heutigen Folge, damit wir die Sachen abgeben können. Und unsere Beziehung ein bisschen aufmöblieren. Aufmöblieren? Kann man das so sagen? Aufmöbeln hört sich auch so komisch an. Aufpolieren. So können. Bleib stehen. Ich möchte mit dir reden. Das heißt, eigentlich möchte ich nicht mit dir reden. Ich möchte dir was geben. Moment. Bitteschön. Was für ein aufmerksames Geschenk. Hekla hat dir sicher gesagt, dass meine Klamotten mal geflickt gehören, hm? Ich habe immer Angst, anderen meine Gefühle zu offenbaren. Aber dir gegenüber ist das nicht so. Irgendwas an dir lässt mich glauben, dass du genau verstehst, was ich durchmache. Sorry, didn't mean to take up your time. Ja, das haben viele so, also nicht viele so an sich, aber da, die Wirkung habe ich auf vielen tatsächlich. Das ist aber, das ist nicht, nee, das ist Sifu. Sifu müssen wir aber auch noch, sprechen. Aber wo ist dann Esche? Das ist eine gute Frage. Weg da, ich habe keine Zeit. Achso, nee. Der hatte gerade so die Statur wie der eine hier. Da habe ich jetzt gedacht, das wäre der NPC.
Gut, mal schauen. Wir lassen jetzt alles links liegen und gucken mal eben, wo die Schmiedin ist. Ich glaube, hier, das ist das Schmiedehaus, oder? Nee? Ah, nee, wir sind auf der Seite. Okay, da muss ich noch da laufen. Für sie hatte ich, glaube ich, schon alles, ne? Getting ready for a big adventure? So, du wolltest... Ach nee, sie brauchte das genau... Was wollte sie denn haben? Hä? Sie, nee, sie wollte doch hier diese Pfanne haben, oder nicht? Das ist doch ein Steakgericht. Tisch hat mir erzählt, dass du richtig gute Möbel baust. Ziemlich toll. Wenn du noch hochwertigere Möbel herstellen willst, würde ich vorschlagen, deine Sägemühle aufzurüsten. Die dort drüben kann nur nicht nur Weichholz, sondern auch Hartholzbretter produzieren. Stop by anytime. Ja. Na gut. Wo ist denn jetzt die eine schon wieder hin? Das gibt's doch nicht. Immer rennen die einen davon. Da hinten. Esche. Achso, klar, das ist ja Esche. Okay, ich habe mich jetzt vom Namen her vertan. Dann ist das auch die letzte, wo ich jetzt heute hin kann, um was abzugeben. Ja, ja, hier, bitteschön. Wie ich sehe, hast du die Majiri-Tugend Großzügigkeit endlich vollends verstanden. Vielen Dank. Dieses Geschenk soll nicht ungewürdigt bleiben. Wenn du hier bist, um über die Schönheit des Sonnenuntergangs zu schwadronieren, könntest du lieber Kenli mit deinen Nonsens belästigen. Er kann stundenlang über die Schönheit eines Jute-Sacks, der im Wind tankt, quasseln. City Hall is always there to help. Okay, 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 okay. Wir haben so einiges jetzt geschafft. Ich wollte hier links nochmal ganz kurz in den Laden. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Da hinten. Ne, mit ihm kann ich nur chatten. War hier nicht noch eine andere Kasse? Also die ist ja nur dieses Premium-Ding hier. Das ist ja uninteressant. Aber da war doch noch eine andere Kasse drin. Oder war das nur, wenn da eine Typ hier gestanden hat? Someone could use a wardrobe refresh. Gameplayerin, dein Besuch ist eine willkommene Abwechslung in der Einsamkeit, die ich Leben nenne. Hast du schon mal von den augenlosen Elritzen gehört? Ja, und ich weiß auch, wo man die herbekommt. Da können wir in der nächsten Folge, die können wir gerne mal angeln. Klingt nach einer ganz faszinierenden Kreatur. Ich würde gerne selbst einmal ein Exemplar sehen. Kein Problem, habe ich schon einige verkauft. Ich hoffe, du findest in meinem Laden etwas ganz Besonderes. Kunst ist zu wichtig, um sie für sich zu behalten. Well, hi. Where did I leave the scissors? Ja, sehr, sehr geil. Aber es ist tatsächlich wieder Zeit, um mal einen kleinen Cut zu machen. Schade, schade, aber ich muss leider los. Ich muss zur Schule fahren. Deswegen hier erstmal einen kleinen Cut. Und ich sollte mir das aufschreiben, dass ich diese augenlosen Ritze oder wie sie hießen da, dass ich die noch fangen muss für ihn. Weil ich weiß nämlich genau wo, und das wäre natürlich ganz gut, wenn ich das mit euch tatsächlich mal mache, damit ihr auch wisst, wo ihr die auf jeden Fall bekommt. Ihr braucht auch keine besondere Angel oder keinen besonderen Köder, ihr könnt die einfach so fangen. Ich hoffe, dass das die richtige Elritze ist, aber ich denke, da gibt es jetzt nicht so wirklich viele Unterschiede. Und ich hoffe, dass mein Buff jetzt nicht komplett abgelaufen ist, wenn ich mich das nächste Mal anmelde, aber naja... Wenn dem doch so ist, dann ist das halt so. Ich glaube, der geht auch immer weiter runter, wenn ich das richtig sehe. Nur wenn ich hier einfach stehe. Das wäre natürlich doof. Ich muss da echt mal drauf achten. Aber ich meine, jedes Mal, wenn ich mich eingeloggt habe, war auch der Buff wieder weg, obwohl ich noch welchen übrig hatte. Bin ich mir ziemlich sicher. Naja, so oder so. Kann man nichts gegen machen. Jetzt habe ich zwar extra die schönen Sachen alle gegessen, aber wir haben ja noch einiges da, was uns so ein bisschen buffen kann. Deswegen... ist das nicht so schlimm. Übrigens, ich werde mir offline gleich nochmal eben ganz schnell beim Bürgermeister so eine neue Lizenz holen, damit wir hier nämlich das Gerät nochmal hinstellen können. Und das werden wir dann natürlich auch in der nächsten Folge noch machen. Ich sag mal danke fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.